Hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration. Fortsetzung. Also mit hohem Ende habe ich gestern fortgesetzt meine Lektüre, die ich laut mit dem neuen mit Giga-Mikrofon lese. Und da hatte zum einen ausgeführt, was denn jetzt die alten Kooperateure von den neuen unterscheidet. Und er sagt, bei den Alten haben wir Personen als Mitglieder und bei den Neuen haben wir Positionen. Die Positionen werden dann durch Personen ausgeführt, aber die Personen sind dann ersetzbar, austauschbar. Und bei den alten Personen, in den alten Kooperativen wie Familie und so, da sind natürlich die Personen nicht so einfach austauschbar. Obwohl vielleicht heute der Trend da auch schon geht, aber das geht, dauert noch dann erheblich länger. Ja, das ist zwischen den Alten und den Neuen. Und dann ist er auf den Unterschied eingegangen. Wie kommt es denn überhaupt, dass diese Kooperateure, diese Neuen, der bezeichnet das wie eine Invasion. Eine Invasion von Aliens, die das Land übernehmen und einen Bereich nach dem anderen erobern. Wie kommt es dazu und wodurch eigentlich? Und er führt dann aus, dass es an der rechtlichen Konstruktion liegt, der Konstruktion der also es gibt ja juristisch die natürlichen Personen und dann gibt es die künstlichen Personen. Und im Namen dieser künstlichen Organisation, der formalen Organisation des formalen Rechtsgebietes, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Und je mehr ich versuche, mich daran zu erinnern, desto weniger fällt er mir ein und desto nervöser werde ich. Also, und im Namen dieser Organisation konnte dann zum Beispiel die Kirche Grundstücke erkaufen oder auch die Städte handeln im Namen dieses Kooperateurs, ohne selber da eine Person benennen zu müssen. Damit fing das an und das hat sich diese Erfindung, diese juristische Erfindung hat sich dann ausgedehnt und wurde ungemein populär, als die Unternehmen alle anfingen, sich ein Rechtskleid zuzulegen mit den GmbHs, mit den OAGs, mit den AGs und das dann fein zu differenzieren. Und die Gegenseite macht natürlich auch so Sachen mit Genossenschaften auf der einen Seite oder Gewerkschaften und so haben oder Stiftungen oder Sachen wie Rote Kreuz oder Verbände, Sozialverbände und so. Und in diesen Organisationen arbeiten dann auch Leute, die sich vielleicht mit dem Ziel identifizieren, aber die hauptsächlich mit Beschäftigten arbeiten und über diese Beschäftigten auch die Kontrolle haben. Und die eigentlichen Träger, die Gründer, die kommen gar nicht so in Erscheinung. Es wirkt so anonym. Also wenn dann noch spricht von der Bürgergesellschaft, dann meint er mit den Bürgern die Gründer oder die Träger dieser Organisation. Er meint damit nicht die Beschäftigten. Es können natürlich auch Beschäftigte sein, so, aber ja, das war also das, was ich gestern erfahren habe über die moderne Organisationsgesellschaft.
über das juristische Kleid, über die juristische Innovation, die da stattfand. Und ja, habe ich noch was gelesen gestern? Ja, bei Brenten habe ich noch gelesen, da radikal ehrlich, der sagt, dass wir also in der Adoleszenz unsere Identität festlegen, uns auf eine Identität fixieren und dass diese Identität wir dann beibehalten und dass das uns im weiteren Verlauf große Probleme macht, weil da sind manchmal so richtig starre Konzepte mit verbunden oder manche treten auch in Organisationen ein und verpflichten sich da und übernehmen die Normen und Regeln und die sind dann später da irgendwie hinderlich und passen nicht mehr zu den veränderten Lebensumständen und dann bekommen die Menschen Probleme, psychische Probleme und er meint, das sei sein Geschäft als Psychotherapeut, das zu behandeln und den Leuten wieder zu ihrer emotionalen Freiheit zu verhelfen, weil der Verstand hat das alles so okkupiert. Wir werden so dem Verstand ausgeliefert. Wir haben uns auf irgendeine Rolle oder auf eine Regel oder auf eine Moral fixiert irgendwann mal im Leben, auf Regeln und tragen die dann ein Leben lang mit uns herum, ohne die nochmal zu hinterfragen, halten das für normal und wahr. Und diese wahren Entscheidungen oder diesen wahren Werten, den wir da so nacheifern, die wir hochhalten, die sind irgendwann mal in der Vergangenheit entstanden und die sind eigentlich Bullshit. Er meinte, bei dem psychischen Problem unterscheidet er zwischen Hühnerkacke, Bullshit und Elefantenscheiße. Also je größer der Haufen wird, desto größer das Problem bei den Menschen. Und das sind so mittlere Probleme. Was ist denn los heute mit meiner Sprache? Ja, wahrscheinlich, weil ich den Power Smoothie gegessen habe und da die Körner sich so in den Zähnen festsetzen und mir dadurch etwas Luft lassen und dadurch die Sprache sich etwas anders anhört. Ja, so viel dazu. Und das war also die Lektüre von gestern, die ich heute fortsetzen möchte und dann tue ich noch ein bisschen Englisch. Ja, LMS ist im Moment so nicht, komme ich nicht so richtig mit voran oder ich weiß auch nicht, ist schon wieder vorbei oder vielleicht sollte ich das zurücklegen. Ich habe es noch in der To-Do-Liste, aber Wahnsinn, richtige Lust habe ich nicht mehr darauf, das weiter zu bearbeiten. Ja, warum eigentlich? Komme ich nicht mit klar oder ja, fehlt mir die Ausdauer oder ist wieder anderes aktueller? Ich muss mal zur Ruhe kommen. Okay Leute, das war's von mir und tschüss.